Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Prey und ich starte direkt hier. Ich glaube, weil wir hier das Transcribe aufgenommen haben. So, und da haben wir wieder den Mimic mitgetriggert. Also musste ich gar nichts nachspielen. Das freut mich sehr. Es ist übrigens im Stream nicht einmal abgestürzt. Und ich weiß nicht, warum es das jetzt hat, als ich da gegen diese Wand gehauen habe, weil das irgendwie so aussieht. Jetzt könnte man hier. Ich hau nochmal gegen, da passiert nichts. Als wäre das hier irgendwie. Als wollte er irgendwo hier hin. Und hätte sich. Obwohl, das ist überall so. Als wäre da so ein Geheimgang oder so, aber. Natürlich Quatsch. So, wir können auch ein bisschen Wasser trinken. Okay. Das haben wir alle schon gelootet, ne? Das hat er sich auch gemerkt. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal in Richtung Toilette. Würde ich sagen. Das war dieser Mimic. Und hier können wir leider nicht rein, weil wir Hebelkraft brauchen, die wir nicht haben. Und ich kann euch raten, wenn ihr das spielt, an jedem Waschbecken, an dem ihr vorbeigeht, geht immer einmal dran trinken. Weil es gibt immer ein HP, das kann halt dann ein bisschen euer Leben erleichtern und wiederherstellen. Und zwar immer nur eins. Nur ein Punkt, aber immerhin. Ein Punkt ist ja besser als kein Punkt. Trifft auch gerade auf Bayer Leverkusen zu. So. Hier war jetzt gerade noch ein Mimic. Dieser Mülleimer war aber, das ist ein normaler, okay. Zwei Ascher. Okay, das gehört so. Hey, du musst halt echt aufpassen und genau hingucken. Man müsste sich eigentlich alles genau merken, was, wo, wie stand. Ob das sich so gehört oder nicht. Ist nichts drin. Skill Recording Room. Kommen wir auch nicht rein. Aber das mache ich jetzt mal genau wie im Stream. Wir können hier hoch. Das müsste eigentlich schon reichen. Na, das müsste eigentlich schon reichen, meine Freunde. So, und dann hier hoch, genau. Weil die Aufzüge sind noch außer Betrieb. Aber wir kommen trotzdem hoch. Nehmen wir noch eine Bananenschale mit, ist auch sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen. Welcome, Volunteers. Hier sind also die Freiwilligen gewesen. Yay! Die Freiwilligen haben sich hier aufgehalten. Volunteer Testing. Da brauchen wir auch Hacker 2 für, okay. Können wir sie auch noch nicht rein. Da haben wir noch eine Bananenschale. Lecker, lecker. Und hier ist V01025501. Mit einem Veggie-Mix und Disruptor-Batterien. Und da ist der Disruptor. Disruptor-Taser-Pistole. Die Disruptor-Taser-Pistole setzt menschliche Ziele außer Gefecht. Typhon sind widerstandsfähiger, können aber auch kurzzeitig betäubt werden. Robotereinheiten können ebenfalls kurzzeitig vom Disruptor deaktiviert und letztendlich zerstört werden. Muss oder kann man aber aufladen, wenn man halt die Maustaste hält. So, wir nehmen alle Blümchen mit. Schauen so ein bisschen hier oben um. Und hier Quarters, da fehlt scheinbar der Strom. Da liegt noch was, was haben wir hier? Fabrication. Oh, da brauchen wir, oh, Hacker 4 für, alter Schalter. So, Ersatzteile nehmen wir noch mit. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir mit natürlich. Und da sind nämlich die Aufzüge, wo man, so kommt man glaube ich eigentlich hier hin, aber da fehlt uns halt der Strom noch für gerade. Das heißt, wir haben uns jetzt hier ein bisschen, das finde ich halt super, dass sowas geht, denn dass man sich seine eigenen Wege theoretisch bauen kann. Mit der Glue-Kanone kann man sich einfach da hoch cheaten. Ja, es ist ja nicht cheaten, es ist ja eine Möglichkeit des Spiels, ne? Es ist ja kein Bug-Using oder Exploit oder so. Es ist halt alles, man kann halt echt alles machen hier. Das ist das Geile. So, dann würde ich sagen, verlassen wir diese Räumlichkeiten in Richtung der Lobby. Und wir bestätigen das.
Aber wie gesagt, man kann immer wieder zurück. Man kann in jeden Bereich, kann man wieder zurückgehen. Da nochmal Sachen, wenn man Passwörter findet, wenn man Schlüsselkarten findet, wenn man Strom wiederherstellt. Das finde ich sehr, sehr geil gemacht. Kein Schlauchdesign, keine Tür, die sich hinter einem automatisch schließt und nie wieder aufgeht. Man kann immer wieder zurück. Und ich habe es im Stream schon gesagt, ich sage es euch auch nochmal, den Hype, den ich zu diesem Spiel hatte, danke Gronkh und Eva, der hat sich sehr gelohnt. Also ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Es ist genau das Spiel, was ich mir vorgestellt habe, was ich erwartet habe und was ich mir gewünscht habe, wie es wird. Es ist einfach großartig. Sie haben es geschafft. Danke. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Noch nicht ganz. Okay, ein Transcribe. Robert? Alice, Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Hatten wir doch schon. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Warum stand da gerade neues Transcribe? Das war doch überhaupt gar nicht neu. Hier sind wir eigentlich. Wir sind im Weltraum. Wir sind im fucking Weltraum. Das war alles eine Simulation. Es war alles gespielt. Uns wurde gesagt, wir bereiten uns auf den... Es wurde ja gesagt, wir bereiten uns auf die Reise in den Orbit vor. Dabei sind wir da schon längst. Und wir haben uns scheinbar freiwillig dazu bereit erklärt, diese Prototyp-Neuromods zu testen. Human Resources, da brauchen wir auch... Ah, da brauchen wir Hebekraft 3 sogar. Aber die beiden, da kommen wir dann so schnell nicht rein, würde ich sagen. Zigaretten und Papier nehmen wir noch mit. Wir sind scheinbar in der Nähe eines Mondes oder eines mondartigen Planeten. What? Aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Ja. Du kannst mir jetzt keine beantworten. Okay. Wir sollen unser Büro. Da wollen wir jetzt gerade noch nicht hin. Schrotpatronen, sehr schön. Da brauchen wir eine Schlüsselkarte, das können wir gar nicht hacken. Überall diese coolen Tassen. Ich hätte gern auch so eine Prey Talos Tasse. Die sehen schon recht schnieke aus. Transfer Exhibit. Okay, da oben müssen wir hin zur Videodatei. Und ihr habt es gerade auch vielleicht kurz gelesen. Hier stand, die Talos 1 steht ihnen zur Verfügung. Okay, da ist ein Phantom drin. Okay, warte, wir probieren mal was. Ist so schnell speichern? Ja. Okay, wir haben das Phantom besiegt. Wir haben dieses Phantom besiegt. Organe, Psy, oh, whatever, das ist dein Organ. Haben wir zufällig was zu essen? Ja. Puh. Da können wir uns nämlich hier in der Ausstellung ein bisschen anschauen. Das Psychoskop. Was auch immer das ist. Es ist nicht mehr da. Es scheint irgend so ein Ding zu sein, was man sich vor das Auge spannt. Ein Neuromod. Ein Nina Neuromod. Das hat sich doch sehr gelohnt. Diesen Phantom hier zu töten. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Alles klar. Oh, ist das Kennedy? Schild lesen. Zum Andenken an John F. Kennedy, 1917 bis 2031? Das habe ich aber anders in Erinnerung. Talos 1. Ach, das ist unsere Station gerade? Okay.
Original Neuromod Prototype. Okay, eigentlich war das also an der Wirbelsäule und nicht am Auge, so wie es jetzt ist. Die Evakuierung, Bericht einer Überlebenden Tag 1. Oh, das ist... Okay. Tag 1. Ich hatte Elisa beim Hundefriseur abgegeben. Ihr Name bedeutet Freude. Ich verabschiedete mich und ging ein paar Straßen weiter, um mir beim Park einen Mokka zu holen. Einige Jets flogen ziemlich tief an mir vorbei und machten solch einen Lärm, dass ich mich regelrecht erschreckte. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber sie waren voll beladen mit Bomben und Raketen. Alle sahen hinauf. Der Lärm der Maschinen hallte von den Gebäuden wieder, aber wir hatten sie aus den Augen verloren. Der Himmel war klar und ich sah, wie rosafarbener Rauch aus Richtung des Stadions aufstieg. Dann heulten die Sirenen los. Die hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört. Einige Leute blieben verwirrt stehen, aber mein Instinkt befahl mir loszulaufen, vom Stadion wegzulaufen, von Elisa wegzulaufen. Ich war nicht allein, allerdings wussten wir nicht, wohin es gehen sollte. Dann sah ich, wie ein Polizist Leute in ein Restaurant in einen Untergeschoss führte. Ich glaube, da befand sich ein alter Luftschutzkeller. Ich sah wieder nach oben und erblickte ein Flugzeug, ein ziviles, da bin ich mir sicher. Ich glaube, es war zum Flughafen unterwegs. Während ich es beobachtete, löste es sich ohne jegliches Geräusch in ein Glitzern auf. Es verschwand einfach. Ein Mann in meiner Nähe begann zu fluchen. Ich fiel hin und stieß mit dem Kopf auf das Pflaster. Das sind jetzt Geschichten von der Erde, ja? So ist das. Das ist auf der Erde passiert, wenn ihr erstmal das Medikit. So, und hier können wir noch ein bisschen Geschichte hören. 1963. Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und Sowjets gemeinsam an einer Forschungseinrichtung namens Kletka arbeiten. Kletka, russisch für Käfig, produziert das Skelett und die Kernsysteme der Talos 1. Okay, das war 1963, also 64. 1964. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Kennedy bezahlen die USA für das Recht, Kletka als Testeinrichtung nutzen zu dürfen. Diese Periode, bekannt als Projekt Axiom, führt zu vielen Fortschritten in moderner Material- und Biowissenschaft, die der neuralen Modifikation zugrunde liegen. In dieser Zeitlinie gab es auch ein Attentat auf Kennedy, aber es ist fehlgeschlagen. 1980 bis 1994. Die geopolitischen Entwicklungen führen zu einem vorübergehenden Stopp des Projekts Axiom. Die Kletka-Einrichtung wurde nach dem bedauerlichen Pobeck-Unfall, bei dem zwei Wissenschaftler ihr Leben verloren, stillgelegt und geräumt. Okay. 2025. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. Transtar kauft und privatisiert die Kletka-Einrichtung mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und modernsten Verbesserungen. 2030. Die Talos 1 ist voll funktionsfähig. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Die erste Neuromod ist erschienen und ermöglicht die spektakuläre Verbesserung des menschlichen Verstandes und Körpers. Und wir sind jetzt, glaube ich, 2032, wenn ich mich recht irre. Also das ist alles noch gar nicht so lange her. Explosivkanister. Ah, das hätten wir wahrscheinlich auch gegen den, die das Phantom einsetzen können. Haben wir aber nicht. So, hier noch können wir noch ein bisschen trinken. Wir sind ein bisschen HP wiederherstellen. What the fuck? Guten Morgen, Carlos. Lana. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Q-Tests können Stromflügel führen. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Mal gerade, glaube ich, ein Medikit nehmen. Einer war jetzt noch hier draußen, ne? Eieiei. Kommen die dann plötzlich alle her? Puh. Aber wir haben es überlebt. Ja, du bist der Helm, ne? Ist klar. Haben wir noch was zu essen? Ja, ein bisschen was zumindest. Okay, wir schauen uns hier noch ein bisschen um hier draußen, bevor wir jetzt hochgehen in unser Büro. Weil, wie ich sagte, scouten und umschauen und looten wird hier sehr belohnt. Sehr, sehr belohnt.
Ich dachte, das sah so auffällig aus, als wäre es ein Mimik. Aber das war halt gar nicht. Oh, Dondel. So ein paar Blümchen nehmen wir auch noch mit. Was für Ham Ham war? Ham Ham. Haben wir hier eine Schlüsselkarte oder was? Ah, keine passende Schlüsselkarte. Was ist denn Y untersuchen? Ah, okay. Da gibt es aber auch keinen Hack-Knopf. Also also diese Security-Ausweise, die kann man also nicht hacken. Das muss da sein, sonst geht das nicht. Wer bist du denn? Bianca. Oh nein, Bianca Goodwin. Bananenschale, Nudeln und biologisch gefährliche Abfälle. Das ist vielleicht eh nicht so gut, wenn man die so mit sich rumträgt. Würde ich jetzt mal so sagen. Medikit. Ah! Traumazentrum. Siskakunagi-Rollen. Ach! Hier ist ein Geschütz! Hallo! Das hat gerade den. Natürlich bin ich kein Alien-Material. Pass mal auf! Ich bin ein Mensch. So. Nein, sehr, sehr nett von dir, dass du mich gerettet hast. Hauptaufzug. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir den jetzt nehmen sollten. Den habe ich im Stream auch gar nicht gesehen. Hauptaufzug. Wir rufen den einfach mal. Fehlfunktion. Im Arboretum. Okay. Hört es jetzt nie mehr auf zu piepsen? Das wäre ja gar wunderbar. Mühelos von A nach B zu kommen wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. Laut System ist alles in Ordnung. Nur der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Okay. Das wäre ja sehr freundlich. Hier Jason Chung, Zitronenschale und Tee. Und noch ein Geschütz, okay. Da sind wir also relativ sicher. Elias Black. Charakterbogen. Charaktername Hauptmann Alrik Stepfellow. Die haben hier so ein Rollenspiel gespielt. Wie cool. Wie cool ist das denn? Komm ich da dran? Komm ich da dran? Nein. Komm ich nicht dran, scheiße. Hier haben wir noch Misha Lazarev. EMP-Ladung. Die EMP-Ladung setzt einen großen Stoß elektromagnetischer Energie frei, der hocheffektiv gegen Roboter, Geschütze und andere elektrische Einheiten ist. Mit Maustaste 1 kannst du sie werfen oder an stationären Objekten befestigen. Ah, okay. Die möchte ich aber gerade nicht ausgerüstet haben, sonst werfe ich sie gleich aus Versehen. No Oxygen detected. Auch noch eine Schlüsselkarte. Hier können wir es also auch noch nicht viel machen. Ah, ich kann das mitnehmen. Ich habe einen Freund. Den ich jetzt mit aufs Klo nehme. Bitte nicht falsch verstehen. Nur zur Sicherheit. Okay, wir wissen, hier draußen steht das Geschütz. Können wir denn vielleicht Hilfe erwarten? Okay, die waren hier drin, ja, die Schweine. Die Schweine waren gerade am Klo. Der Weltraumaufzug. Auszug aus dem Artikel Treppen in den Himmel von Dr. Angelina M. Allen.
Mit Hilfe des Storchenturms, des ersten funktionsfähigen Weltraumaufzugs, konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen Großteil aller Aktivitäten und des Handels in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Mittlerweile holt der Rest der Welt jedoch auf. Laut Berechnungen der Weltvereinigung der Raumfahrtindustrie, WVRI, wäre der Bau eines zweiten Weltraumaufzugs unter Zuhilfenahme der Storchenturmanlage zu einem Viertel der ursprünglichen Kosten machbar. Verständlicherweise schrecken die USA davor zurück, beim Bau einer günstigeren Plattform zu helfen, die Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Für die Betreiberfirma des Aufzugs rechtfertigen die beachtlichen Investitionsrisiken den Schutz dieses wirtschaftlichen Bereichs. Währenddessen ist die WVRI dazu übergegangen, aggressiv geeignete Standorte für zukünftige Weltraumaufzüge zu erwerben. Im Grunde genommen also so etwas wie bei Hausbesetzung im Weltraumzeitalter. Ja, geil. Weltraumaufzug finde ich auch so ein faszinierendes Theoretikum. Ob es sowas jemals geben wird, ist die Frage. Dann gehen wir jetzt mal noch auf die Damentoilette. Als Herr immer gut, ist man immer gern gesehen. Solltet ihr selber auch mal ausprobieren. Hallo? Ist aber gerade eh niemand drauf, zum Glück. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht irgendwo hoch. Nee, okay, ich dachte, das wäre so eine Art Tür oder irgendwas. Aber das ist es ja nicht. So, ein paar Blümchen nehmen wir noch mit. Was haben wir hier? Employee Orientation. Ah! Dann baut er sich wieder zusammen, wenn er umfällt. Ja? Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Scanne Ziel, kein Teilchenmaterial entdeckt. Nee, ich nicht, aber der ja zum Glück. Und um den hast du dich gekümmert. Wie kommt man hier rein? Das habe ich schon im Stream gefragt. Okay, warte, wir nehmen den Geschützturm gerade mal mit. Ein bisschen machen wir noch, machen gleich Schluss. Gucken wir jetzt nur noch hier Employee Orientation an. Charakteranpassung benötigt? Willst du mir sagen, mein Charakter ist kacke oder was? Aber ich glaube, er hat ihn ja schon getötet. Puh. Oh nein, das wollte ich nicht. Vielen Dank, liebes Geschütz. Dass ich dich habe. Also wir sind ja eigentlich nur wegen eines Medikits reingegangen. Kann das sein? Es sieht fast so aus. Scanne Ziel, kein Feindmaterial. Nein, natürlich nicht. Hör doch mal auf, mich zu scannen. Merk dir doch mal, dass ich kein Feindmaterial bin. Okay, wir trinken uns noch mal gerade gesund und dann beenden wir das. So. Mal eben speichern. Neuen Speicherstand erstellen. Hat das jetzt gespeichert? Ja, hat er. Okay. Wunderbar, dann danke ich euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Und ich liebe dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal bei Prey. Macht's gut. Tschüsschen!